Hallo. Heute gibt es den nächsten Bericht von den kleinen Golis. Oh, der quietscht da so schrecklich. Da habe ich ein kleines Bull in der Hand. Und jetzt haben wir die erste Woche ganz gut überstanden. So. Und heute möchten euch die Bonnie und ich gemeinsam die Welt noch ein bisschen zeigen. Es sind ja drei Mädels und sechs Burschen geworden in dem Wurf. Einer ist dicker und kräftiger wie der andere. Sie sind ein bisschen unterschiedlich in der Farbe, aber trotzdem alle eher hell. Die Bonnie hält sich natürlich super gut. Die hat ja schon mal Welpen gemacht und die macht es dieses Mal wieder genauso toll wie beim letzten Mal. Und wir haben da wieder ein paar außergewöhnliche dabei. So wie Schnapp, das Mädel da, die wo ein kleines weißes Herzerl am Kopf haben. Ich hoffe, das sieht man, wenn wir mal so eine Nahaufnahme machen. Ja, bleibt noch liegen, Bonnie, passt eh. Schau her. Ja, ich tue ihn eh schon wieder. So. Nichts passiert, alles ist gut, nichts ist geschenkt. Ja? Bonnie ist wirklich brav, kümmert sich super, hat genug Milch für alle, hat einen Wahnsinnsappetit. Und es ist ganz wichtig, dass eine Hündin, die so viel Junge hat, frisst und Appetit hat, weil nur wenn sie selber ordentlich wegbaggert, kann sie auch genug Milch für die Welpen erzeugen. Und es war wirklich eine Katastrophe, wenn die Hündin das alleine nicht schafft. Weil Flascherl zufüttern oder sowas, das endet eher in der Katastrophe. Also da ist es nicht gewiss, dass man dann alle Welpen durchbringt. Aber so wie es ausschaut, und sie hat letztes Mal 8 gehabt und dieses Mal 9, also sie macht es wirklich tapfer und bravourös. Sie kümmert sich spitzenmäßig. Schau her. Cool? Ja, Bonnie ist eine Brave, die macht das gut. Und wenn man schaut, von Neugeborenen her, was da kleine Muckis waren und wie sie jetzt schon groß und kräftig sind, es ist aber Wahnsinn, wie schnell sie so gut das entwickeln. Und das Allerwichtigste in der Hundezucht ist einfach immer die Hündin. Die muss fit sein, die darf kein Fieber kriegen, die darf kein Problem mit Gesäuge kriegen. Auf die Hündin muss man immer total gut schauen, dass sie die wohlfühlt, gut, dass für sie alles passt, weil nur dann kann sie sich entsprechend gut um ihren Wurf kümmern. Und damit das klappt, unterstützen wir unsere Girls wirklich tatkräftig. Und so kann sich jeder sicher sein, dass wir das gemeinsam perfekt lösen. Okay? Ja. Und wie wir nur sagen, dass sie einer nicht perfekt entwickelt oder irgendwie im Verhalten später dann schüchtern oder frech zeugt, wird sofort eine Gegenmaßnahme ergriffen und wird spezielles Training angewendet. Ja, die kleinen Dixies. Nach 2 Tagen fällt einer die Nabelschnur ab, die trocknen ab, das ist ganz normal, gell? Also von da sieht man nichts mehr. Manchmal ist der Nabel noch ein bisschen geschwollen in dem Alter, das zieht sich was zusammen. Und schön langsam kommt die Pigmentierung, das heißt, dass schwarze Fuße kriegen und schwarze Nase, weil am Anfang ist das oft sehr rosarot und schaut direkt ein bisschen durchsichtig aus. Das muss halt alles wachsen und auch die Felldichte wird immer besser. Jetzt sind sie schon richtig kuschelig und mit 4 Wochen sind sie dann langhaarig, dann greifen sie sich schon richtig plüschig an. Ja, schauen wir mal, ob wir alle ein Bild haben. Einer ist da so ganz drunter. Ja, alle auf einmal Filmer ist ein Ding der Unmöglichkeit. Okay? Ja, du machst das brav. Bonnie macht das super. Bonnie ist die Beste überhaupt. Okay? Eigentlich hätte ich ja geplant, dass ich wieder was vorsinge, aber mein Mann hat gesagt, ich soll gnädig sein und soll dich davor verschonen. Vielleicht übernimmt er mal den Part. Aber das wollen wir euch, glaube ich, alles nicht, oder? Mit Quassel seid ihr eh genug genervt. Wenn natürlich wer Fragen hat, spezielle irgendwelche Themen zum Hund, ihr dürft mir das gerne anrufen oder per E-Mail schreiben und wir werden das in den nächsten Videos wieder beantworten, weil da sind jetzt eigene Babys dabei und jeder soll so viel wie möglich wissen und nehmt sich wirklich die Zeit und studiert sie bei unserer Homepage durch, auf der Seite der Tipps, da erkläre ich wirklich alles, was man so wissen muss über Welpen und Welpenbelange. Und wenn halt wer mich was fragt, was ich noch nicht gemacht habe, dann machen wir selbstverständlich was, überhaupt kein Thema. Naja, in der nächsten Zeit werden wir beschäftigt sein mit Wachsen, trinken, schlafen, gell? Baby aufpassen, ja, ganz wichtig. Der da, schaut mal, der hat eine rosa rote Pfote. Oh, der schnauze weg. Da, komm mal her, kleine Maus. Oh, hopp. Sieht man das? Ja. Das ist ein kleiner Bursche mit rosa-rotem Pfoti. So, da darfst du schon weitermachen. Okay? Gut, das war der Bericht für diese Woche. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr Glück habt, dann fange ich nicht an zum Singen oder so. Und erzähle wieder irgendwas. Auf jeden Fall, bis demnächst.